Mit welchen Künstlern können wir denn in diesem Jahr rechnen? Wir haben am Freitagabend haben wir die Queen Kings. Das ist eine Tribute-Band von Queen, die durch ganz Deutschland und Europa tourt. Und am Samstagabend haben wir die Musical Night. Das ist quasi The Best of Musicals mit der Axel Thörber Band. Und was werden wir von den Künstlern zu hören bekommen und wie lange werden sie circa spielen? Also wir haben am Freitagabend 3 Sets von 20 Uhr beginnt bis ungefähr 23 Uhr und dann geht es halt rund um das Thema Queen Best of eigentlich. Und am Samstagabend ist auch um 20 Uhr Start, da haben wir 2 Sets bis 23 Uhr und da geht es dann komplett um die Highlights aus den Musicals. Also ab nun ABBA, Cats, Phantom der Oper, überall raus werden halt die Highlights dann nicht nur live gesungen, sondern halt auch mit Kostüm dann gespielt und gezeigt. Das Ganze findet hier auf der Burginsel statt. Was ist denn das Besondere an der Atmosphäre? Ja, die Burginsel ist einfach einmalig, wie sie eingangs schon sagt, man kommt hierher, es ist ganz idyllisch. Dieser uralte Baumbestand und das ist halt das Tolle an dieser Open-Air-Veranstaltung, dass man wirklich noch einen richtig tollen Veranstaltungsort hat, der Atmosphäre hat. Und das ist einfach, wenn man durch dieses Gartentor kommt, das ist einfach toll. Also man hat ein richtig gutes Gefühl und wenn natürlich hoffentlich toll, toll, toll die Sonne scheint, dann wird das wirklich ein wunderschöner Abend. Das findet ja bereits zum zweiten Mal statt. Wie waren denn die Reaktionen im letzten Jahr? Wir hatten letztes Jahr auch schon vom Thema Rock meets Klassik die Rascals am Freitagabend und das Symphonieorchester aus Oldenburg mit Skalinka. Und es wurde letztes Jahr auch schon gut angenommen. Auch gerade dieser Mix, Freitagabend sind wir eher rockig und Samstagabend ist Musical. Das ist damals aus dem DK-Sommerkonzert entstanden. Also das gibt es schon seit Urzeiten. Und da gab es das am Samstagabend und das wurde letztes Jahr um einen Tag erweitert und quasi zum Burginsel-Festival gesponnen. Und dementsprechend jetzt das zweite Mal und letztes Jahr war schon sehr positiv. Wir haben dieses Jahr noch mehr Besucherzahlen und noch mehr verkaufte Tickets im Vorverkauf und sind dementsprechend, also positives Feedback, das kommt gut an bei den Delmhorstern. Und wird es noch weitere Aktionen für die Besucher geben, außer den Künstlern? Nein, also es ist einfach ein schöner Abend mit guter Musik. Wird die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter stattfinden und was wären so Ihre Kleidungsempfehlungen? Ja, also wird auf jeden Fall stattfinden. Am besten vorher nochmal im Wetterbericht gucken, dass man sonst Regenhose oder Regenjacke einpackt. Aber bis jetzt ist der Wetterbericht eigentlich ganz gut und dementsprechend gut einpacken, wenn es abends ein bisschen kühler wird. Aber ich glaube mit der Regenjacke und sonst, wenn es schlimm wird mit der Regenhose, ist man aber gut ausgestattet. Und wie kommt man am besten hierher zur Burginsel und gibt es auch für Leute, die von außerhalb kommen, genügend Parkplätze? Ja, also wir haben direkt neben uns sind die Grafwiesen. Das ist ein Großraumparkplatz mit knapp 1000 Parkplätzen. Das heißt, man ist fußläufig innerhalb von 3 Minuten hier auf der Burginsel und es können auch alle Leute dann von außerhalb gut und kostenlos vor allen Dingen auch parken. Das ist natürlich auch immer das Schöne, wenn man hier in der Delmhorst-Veranstaltung hat, dass die Grafwiesen halt gleich nebenan sind und man dort kostenlos parken kann. Während des Konzertes steht man da oder hat man auch die Möglichkeit, sich Picknickdecken mitzunehmen und sich dann hinzusetzen? Also man kann es gibt mehrere Optionen. Man kann sich an die Stehtische stellen, wir haben eine Tanzfläche vor der Bühne, das, wenn man am Freitagabend zu Queen abhocken möchte, dann machen kann. Aber es gibt auch Stühle, also es gibt Klappstühle, die man sich am Eingang mitnehmen kann. Das heißt, man kann sich auf der Veranstaltungsfläche frei hinsetzen, wo man möchte. Oder aber, es ist auch ein Geheimtipp, hinten gibt es einen kleinen Wall. Wenn man sich darauf setzt, dann hat man auch einen perfekten Blick auf die Bühne. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Stehen mit den Stühlen oder halt mit der Picknickdecke, klar. Gibt es denn noch Karten zu kaufen? Karten gibt es noch an der Abendkasse, Freitagabend für 25 Euro und am Samstagabend für 29 Euro. Und wenn unsere Zuschauer jetzt noch weitere Fragen haben oder sich noch genauer informieren möchten, wo können sie dies am besten machen? Am besten im Internet oder sie rufen mich an unter 04221 99 2246.